Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man Remastered PS5 und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und dann würde ich sagen, Leute, like, wenn es dir gefällt. Ich will jetzt noch rumschnacken, Spidey ist verletzt wegen Doc Ock, Mr. Negative und dann würde ich sagen, Leute, legen wir jetzt los, Leute. Da ist der Miles hier am Sortieren, wie ein guter Junge, Alter. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauch Masken, Handschuhe, alles, okay, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Oh mein Gott. Er wird's schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Sie sagen, es könnte bald vorbei sein. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Und das ist auch ein, ja, recht bekannter Satz von Mary Jane bei Tom McGuire. Und da ist die hässliche Spinne, die ist so orange und so haarig, Alter. Was ja auch in dem PS4-Spiel so ist, will ich gar nicht wissen, Alter. Die ist sehr orange. Oder ist es nur wegen meinen Settings? Aber ich glaube, die ist hier in dem PS5-Teil echt orangener geworden. Die Spinne für Miles Morales. Vielleicht diese hier? Nein. Also man sieht schon, hier gibt es einige Easter Eggs zu den Filmen. Ja, schnappst dir Tiger mit dem Zug. Also Tom McGuire ist hier schon auf jeden Fall ein riesiger Bestandteil gewesen in diesem Spiel. Und da würde ich sagen, Leute, schwimmen wir uns jetzt zum Labor. Ich habe die neurale Schnittstelle gebaut. Ich kann sie auch zerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Oh ja. Oh ja. Also das wird die letzte Folge, glaube ich, schon sein von diesem Hauptspiel. Von dem, von der Hauptstory generell. Also das wird auch noch sehr, sehr wild sein, Leute. Dann hinschwingen, würde ich sagen. Dann jetzt. Ich muss aber sagen, der Anzug ist affengeil. Also ich muss jetzt auch jetzt sagen, das ist eins meiner Top 3 Favoriten. Dieser schwarze Anzug, also das ist schon echt affengeil. Ich schau mal ganz kurz, ob wir noch andere Anzüge haben. Ich glaube, hier kriegen wir erstmal gar keine mehr. Ich frage mich jetzt, wie können wir die freischalten? Hier haben wir noch so ein Cartoon-Comic-Buch-Anzug. Ist jetzt nicht so das Beste. Dann hoffe ich mal, dass wir die Anzüge auch bald sehen können, denn ich will auch gerne mal alle zeigen hier, noch in diesem Let's Play, bei den DLCs vielleicht auch noch später. Ja, deswegen hoffe ich mal sehr, da ist einfach Jameson als Baby, alles klar, kann man auch eigentlich machen, cooles Graffiti-Bild. So, würde ich sagen, Leute, nehmen wir es so, machen wir alles nicht mehr. Machen wir alles vielleicht ein andermal, Mal, vielleicht bei den DLCs oder so. Aber es ist erstmal Doc Ock erstmal ganz vorne und wir müssen ihn erstmal K.O. schlagen. Gerettet.
Verflixt. Ich werde dich und deine Todestruppen vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Es tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Allerdings, ich werde dich und deinen bizarren Humor vermissen, Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Ja, das ist mal eine Wende, oder? Auf einmal so eine sensible Frau, die über Leben nachdenkt. Also ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. Da würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt hier rein und ja, machen da unsere letzte Mission hier von diesem grandiosen Spiel auf der PS5. Also es hat mir sehr gefallen, kann ich schon mal sagen. Wir gehen rein, Leute. Let's go. Hier, wo alles anfing, mit Pizza und Dr. Octavius. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Boah, die Musik, Leute. Die Musik von diesem Spiel ist auch so grandios gemacht, wirklich. Alter, geil. Boah, ist auch ein geiler Anzug, oder Leute? Ach du Scheiße, das Schwarz-Gelbe. Junge, also dieses Spiel hat so viele geile Anzüge auf Parat. Junge, 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 Insomniac Games, Alter, ihr seid solche Genies, wirklich. Mann, oh Mann. Und noch einmal melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn. Gefangen auf dem Dach des Osborn Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast. Ich... niemals. Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Junge, Osborn hat Eier. Du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Ja, da lächelst du, war Osborn, Alter? Gerade erst sagen, dass wir schuld sind wegen dem Angriff und jetzt lächelst du, als du es gesehen hast. Was für ein Idiot. Otto, sie haben ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Nö. Aber wie du meinst. Und das ist jetzt der Bosskampf gegen Dr. Octavius. Auch ein kranker Bosskampf. Zwar kein, wie man viel machen muss, aber sehr emotional, kann ich sagen. Da würde ich sagen, Leute, let's go hier. Komm, Otto. Alles einspinnen hier und ihn einfach beschmeißen und einfach, schlagen und aufpassen, dass sie nicht getroffen werden. So. Angriff. Wir müssen alles einspinnen hier. Was ist das hier, Otto? Alter, ist das geil auf der PS5? What the fuck? Sieht das geil aus? Nein! Er fällt immer auf die Füße! Halt die Schnauze! Er muss
Einspinnen! Nein! Das ist die Fähigkeit von diesem schwarzen Anzug. Also wir haben jetzt unendliche Spinnen. Netzim, deswegen können wir erstmal hier einen schönen Einspinnen wieder schlagen. Let's go. Aber erstmal heilen, würde ich sagen, und aufpassen. Einspinnen, bitte einspinnen! Immer einspinnen, aufpassen. Bam. Genug gespielt! Was für gespielt, Junge? Wir haben nie gespielt. Beeilung. Scheiße. Wo ist das hier? Und einspinnen hier. Werfen und einspinnen. Oh, Junge. Boden ist Lava geworden auf einmal. Oh, Junge. Shit. Jetzt hier. Och, Dr. Octavius, du Crackhead. Woher wirft die Sachen her? Der spawnt einfach die Sachen aus seinen Händen. Was ist das denn für eine Scheiße? Wo ist das hier? Boah, Alter, also die Grafik ist schon mal wieder 1A mit Sternchen, Junge. Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Das ist aber zu krank. Das ist viel zu viel des Guten, Alter. Junge, 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 Alter, Dr. Octavius, bist du ein Stück Scheiße! Immer einspinnen und werfen. Er ist zu easy, Leute. Bam! Frisst das hier, aber die Netze in den Armen und diese Elektroeffekte. Einfach alles, Mann. Junge. Nein, wird er nicht. Genau wie Osborn. Nichts als Lüge. Bam! Da muss ich schon sagen, ich glaube nicht, dass er angeklagt wird. Ich meine, er ist der Bürgermeister. Er hat auch bestimmt sehr viele Gelder fließen lassen in der Stadt. Also, er wird nicht so leicht hinter Gittern gebracht. Das kann ich schon mal sagen. Bam! Was ist mit dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte? Alter Junge, hör doch jetzt auf! Der macht weitsam, der will gar nicht aufhören, Junge. Wo sind die Sniper? Warum gibt es hier keine Sniper oder so? Irgendwelche Polizisten, die auf ihn schießen und uns helfen, weil der muss zur Strecke gebracht werden, der junge Mann. Oh, easy! Bam! Was tust du? Nein! Wie enttäuschend. Parker. Sie wussten es? Ich wollte Sie warnen. Aber Sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel! Sicher nicht mehr als mir! Leute, what the fuck ist das geil, Mann? Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Das ist einfach zu emotional krank, Leute! Alter Falter, also diese Stelle ist wirklich 10 von 10. Inszenierung 1A, Grafik 1A, Musik 1A. Junge, ist das ein geiles Spiel! Wo ist das hier? Nein! Der ist zu stark! Alter! Zerstören! Ausweichen! Schlagen! Und ausweichen und schlagen! Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Jetzt zerstör ihn doch mal, Peter! Der schluckt zu viel, Leute! Wir haben ihn so auf die Fresse gehauen, er steht einfach weiter auf, Junge. Das kann doch nicht sein, Pizza. Schlag mal Hände zu, Junge. Bam! Frisst das hier. Ich hasse es, dass sie mich dazu bringen. Ja, das glaube ich. Also, man hätte auch gesehen. Also, Pizza hat es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Pizza hat es einfach geliebt, zu ihm zu gehen und einfach zu helfen. Und sogar das ohne Geld. Ja, er wurde nicht bezahlt oder auch sehr wenig bezahlt, sagen wir mal so. Also, er war schon mit Herzen dabei hier. Und jetzt muss er einfach seinen eigenen Mentor, seinen
ja, sein Partner einfach so zerschlagen. Das ist einfach zu kranken Story. Müde aus, Parker. Junge. Nicht müde. Nur verletzt. Aber die Arme sind auch übelst krank aus, ne? Also, ey, Insomniac Games, sie hat es einfach zerstört, yo! Oh. Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Du bist krank. Das ist wirklich wahr! Nein! Boah, das war richtig tief. Der hat ihn richtig tief da reingestochen, Alter. Jetzt bin ich gespannt, wie diese Peter. Szene mit diesem Gesicht sein wird, mit dem neuen Gesicht von sie Peter Parker. Wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe sie angebetet, ihren Geist, ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben. Eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren! Nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Krank. Sehr krank. Aber da muss ich auch leider sagen, dass das neue Gesicht nicht so gepasst hat in so einer emotionalen Stelle. Da war keine Emotion im Gesicht, muss ich leider sagen. Da war das alte um einiges besser. Meine Meinung, natürlich. Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Dann soll Oscorp noch eins machen, schnell! Schnell, Michaels! Dieselbe Rezeptur, wie ihr es auch mit diesem Glas gemacht habt, das ist doch bestimmt machbar, oder nicht? Mann! Ist doch schlimm! Warum geht das nicht?
Ihr wisst doch, wie es hergestellt wird. Warum macht es einfach nochmal in einem Labor? Dasselbe Glas noch einmal. Für alle. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Boah, oh shit. Du weißt es? Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Alter Junge. Das ist auch so eine so kranke, emotionale Stelle. Also, boah. Und das bei einem Spider-Man-Spiel, ja? Junge. Die Frage ist aber, ob ich... Na, würde ich es auch machen wie Pizza? Das ist halt die Frage. Warum machen die nicht einfach dann im Labor einfach noch ein Glas? Halt May heilen und dann in den nächsten Tagen nochmal ein Glas herstellen, damit sie es reproduzieren können. Wisst ihr, was ich jetzt damit meine? Also klar, das wird lange dauern, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich da meine Tante, beziehungsweise meine richtige Mutter, sage ich mal, dafür opfern würde. Aber Peter ist ein Superheld, er ist Spider-Man. Ich kann die Entscheidung verstehen, warum er es nicht machen wollte. Aber ob ich es machen würde, ich glaube, ich würde es nicht tun. Ich glaube, ich würde es für meine Mutter, BZW, meine Familienmitglieder, meinen geliebten Menschen aufbewahren. Oh Mann, ist krank. Sehr, sehr krank. Und da liegt Tante May neben Ben. Ah, Mann, Aber ist auch klar, wenn man zu lange wartet, dann werden auch mehr Menschen sterben und Zeit ist jetzt auch wichtig, ne? Bei so einer Pandemie, bei so einem Ausbruch wegen Doc Ock, Junge, und auch wegen Osborn. Und da ist Dr. Octavius. Wird er bei Spider-Man zwar wiederkehren? Das ist jetzt die Frage. Das wäre krank, wenn er wiederkehren würde in Spider-Man 2 mit Venom und... Oh, Junge, ich will das Spiel spielen in Teil 2, Junge. Ich raste nicht aus, Alter. Monate später. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja, an den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Let's go, Pete. Also wenigstens auch mal ein schönes Ende für Pizza. Und das war dann Spider-Man Remastered PS4.
5 Leute, was für ein geiles Spiel. Ich brauche, glaube ich, fast mehr erwähnen. Also, das ist auf der PS5 noch um einiges geiler mit der Grafik, mit den FPS und war ein geiles Erlebnis. Wirklich, kann ich mal so sagen. Also, das Ende ist geil. Auch traurig, aber das ist so emotional gut geschrieben und es hat mir sau gut gefallen. Also, ich brauche da nicht viel zu erzählen. Natürlich, das einzige Manko, was mir halt ein bisschen, ja, zu... Ja, sag ich mal, was mir es ein bisschen schwer gemacht hat, ist halt auch, da waren sehr viele Bugs, die mir aufgefallen sind. Grafikbugs, Steuerungsbugs, die waren im PS4-Teil nicht so oft vertreten. Fand ich ein bisschen schade, dass es in diesem Teil, in diesem Versionspaket so vorkam. Und ich muss auch sagen, leider war Peters Gesicht... Ich dachte, ich werde mich damit anfreunden, aber ich glaube, ich werde da auf jeden Fall immer noch dazu stehen und sagen, das alte fand ich um einiges besser, das alte Gesicht von Peter Parker. Auch beim Finale war das Gesicht nicht so... Ich würde nicht sagen, dass es nicht passend war, aber da war keine krasse Emotion dabei. Das fand ich beim alten um einiges besser. Ja. Ansonsten habe ich keine Kritikpunkte, die jetzt negativ sind. Also es ist immer noch ein übelst geiles Spiel. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin so verdammt nochmal gehypt auf Spider-Man 2. Wir müssen noch ein paar Jahre warten. 2 Jahre müssen wir noch warten, Leute. Nächstes Jahr noch warten und dann noch... Oh, Junge, ich hoffe, es bringt ihr bald raus, Alter. Ich bin so verdammt nochmal gehypt auf dieses Spiel. Da würde ich sagen, Leute, ich werde dann erstmal zum Post-Credit-Scene springen. Da, wo wir noch mal sehen werden und. Da würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es gefallen hat über diesem krassen Projekt. Es werden noch DLCs kommen auf jeden Fall und dann noch Miles Morales. Also ist nicht ganz vorbei, aber die Hauptstory ist erstmal zu Ende. Da würde ich sagen, Leute, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefallen hat, bitte. Ich würde mich sehr über Support freuen. Und da würde ich sagen, Leute, ich sage erstmal ciao. Wir hören uns dann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tja, ich bin kein Experte oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Hey, okay, wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Hey, also, Pete? Ja? Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Also, körperlich. Oh. Oh, ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, also Bereiche. Nein, nicht das. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Wir waren dicht dran. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Das werde ich. Ich liebe dich, Sohn.